Und da ahnte man, was hier passieren würde. Und das, liebe Zuschauer, sind Bilder vom Training, vom Probedurchgang, wohlgemerkt. Vom Probedurchgang Espen Bredesen, der 29-Jährige, der 1994 auch in der Probe hier den Weltrekord gesprungen ist. Und sehen Sie, rechts um dem Fenster, hat idealen Wind. Und so sieht das aus, wenn man nicht springt, sondern wie ein Vogel fliegt. Und dann den Sprung steht. 210 Meter für Espen Bredesen. Der ja nach diesem Sprung von 209 Meter 1994 sagte, das ist das Beste, was ich in meiner Laufbahn erlebt habe. Kein WM-Titel, kein Olympiasieg war schöner. Wenn alles gut geht, dann weißt du erst, was es heißt, frei wie ein Vogel zu fliegen. Genießen Sie die Zeitlupe. Der verzögerten Bilddehnung nimmt so ein Flug kein Ende. Leichte Korrektur mit dem rechten Arm. Aber ohne Probleme segelt er runter ins Tal der Espen Bredesen. Ob er sich seinen Traum noch erfüllen kann, mal Skiflugweltmeister zu werden, das steht in den Sternen. In Bad Mitterndorf wurde es nichts, auch beim Fliegen. In diesem Winter war er nicht vorne dabei. Aber hier setzt er ein Zeichen in der Probe. Jetzt wissen Sie, woher das Sprichwort kommt, nur fliegen ist schöner. Aber es muss alles gut gehen. Es gibt auch andere Flüge. Wir werden den einen oder den anderen sehen.